The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Herzlich willkommen zum Selbstliebe-Kongress. Herzlich willkommen, Andreas Kollos. Schön, dass du da bist und erzähl uns ein bisschen über dich. Ich freue mich, heute zu diesem Thema sprechen zu dürfen und ich habe wieder meinen Luftballon mitgebracht. Was es damit zu tun hat, da kommen wir gleich drauf zu sprechen und wie ich das Thema Selbstliebe angehe und was es mit mir macht und mit meinen Kunden macht, das erkläre ich dann gleich, aber erstmal kurz zu mir und zu meiner Person. Ich bin seit im 32. Jahr bin ich jetzt selbstständig und bin Unternehmensberater und berate Firmen für Vertrieb und Marketing. Also zu mir kommen irgendwelche Firmen, wie zum Beispiel hier die Firma Kneipp, ja, und die sagen dann zu mir: Lieber Andreas, kannst du uns helfen, ein wenig mehr von unseren tollen Produkten zu verkaufen? Und dann habe ich hier ein Team und dann haben wir ganz moderne Medien und das schon seit 30 Jahren und dann verkaufen wir eben Kneipp-Produkte, in dem Fall in der Apotheke. Also auf der einen Seite ganz klar businessorientiert, ganz klar vom, ja, als Unternehmer und vertriebsorientiert. Und auf der anderen Seite bin ich sehr, sehr spirituell aufgebaut oder aufgestellt. Also ich bin ein sogenanntes Aura-Medium. Das heißt, ich kann die Aura lesen. Und die Aura ist ja das Energiefeld, was uns Menschen umgibt. Und da sind sehr, sehr viele Informationen drin. Und ich werde nachher mal ganz, ganz ausgiebig erklären, wie man in der Aura sehen kann, ob jemand ein Thema mit dem Selbstwert hat oder nicht. Da kommen wir dann, das erkläre ich ganz, ganz ausgiebig gleich, wo man das sehen kann und wie das wirkt. Ja, also ich bin ein Aura-Medium, ich bin geistiger Heiler. Ich bilde Menschen zum Medium aus und zum spirituellen Coach bilde ich die Leute aus. Ich schreibe Bücher. Ich bin der Veranstalter vom Spirit Online Podcast und ich bin der Veranstalter vom Charisma-Kongress. Also so die Themen, die betreute ich so. Und ansonsten ist es meine Herzensangelegenheit, einfach das Thema Spiritualität und gutes Leben und Business und das alles ein bisschen zusammenzubringen. Und zwar mit einer gewissen Leichtigkeit. Das ist mir ganz wichtig. Also ich lebe diese Spiritualität mit einer Leichtigkeit, weil die soll uns dienen und die soll uns nicht knebeln. So. Nun, sehr schön, danke schön. Wow, ich bin ganz begeistert. Nun, stell dir mal vor, da steht ein Mensch vor einer Hauswand. Ja? Vielleicht du oder irgendjemand, der steht vor einer Hauswand und diese Hauswand ist ganz normal groß und der Mensch steht da so mitten davor. So, und man kann von dem Menschen die Füße sehen, man kann den Kopf sehen und man kann drumherum viel sehen. So. Und von solchen Bildern lese ich die Aura. Und zwar jeden Tag öfters. Und nun möchte ich mal darstellen, woran man in der Aura sehen kann, wenn der Mensch ein Problem mit dem Selbstwert hat und mit dem Selbstbewusstsein hat. Das kann man nämlich ganz klar in der Aura erkennen. Das sind nämlich drei Bereiche in der Aura sichtbar, die an diesem Punkt eben nicht besonders gut ausgeprägt sind. Und ich möchte jetzt mal darstellen, woran man das sieht und woran man auch ansetzen kann, um das eben möglichst schnell zu beheben. Also du wirst gleich sehen, dass ich nicht der Typ bin, der morgens um 5 Uhr aufsteht und auf einem Bein nach Osten guckt und umsingt. Das bin ich eher so nicht, sondern ich habe mal Maschinenbau studiert. Das, was ich an Spiritualität erlebe oder tue oder mache, muss eben auch nachvollziehbar und reproduzierbar sein. Und da schließt sich der Kreis wieder zu unserem Luftballon, auf den wir aber gleich nochmal zu sprechen kommen. Also, ein Thema mit dem Selbstwert und mit dem Selbstbewusstsein hat auch immer direkt mit der Herzenergie zu tun. Ja, also die Herzenergie, das ist so hier im Brustraum.
Und die Herzenergie, die wird bei einer Aura-Lesung als so eine Art Energiespur gelesen. Also ich lese nicht in wilden, schönen, bunten Farben, sondern ich komme direkt auf die Wissensessenz zu sprechen. Eine Herzenergie, das ist wie so eine Wolke, die so im Herzrahmen ausstrahlt. Die unterscheidet man zwischen der Liebe zu den anderen Menschen und der Liebe zu sich selbst. Also, jemand, sag mal, in der Pflege hat man das zum Beispiel relativ oft, Menschen, die Menschen pflegen, die haben oftmals eine sehr, sehr ausgeprägte, liebende, gebende Energie. Die geben sehr gerne sehr viel Energie und sehr viel Liebe. Und oftmals haben sie eine sehr, sehr kleine Selbstliebe-Energie. Ja, also die geben lieber, als sie sich selbst lieben. Und damit hast du die Thematik mit dem Selbstbewusstsein und mit dem Selbstwert. So, und nun bin ich, nun vertrete ich die Meinung, Leute, macht es euch nicht so schwer. Ja, vieles, was ihr seid, was in eurem Unterbewusstsein so drin ist, da könnt ihr einfach nichts dafür. Ja, also das mit der Selbstliebe und dem Selbstbewusstsein kommt, wer es denn glauben möchte, oftmals aus einem früheren Leben. Und nun empfehle ich jedem, der mal so historische Filme guckt, mal auf Folgendes zu achten, weil das kommt nahezu in jedem Film vor. Das mit der gebenden Selbstliebe hat eine Überschrift, die heißt nämlich, gebe ich, also bin ich. Ja, gebe ich, also bin ich. Der Klassiker ist der, das haben wir alle schon erlebt in früheren Leben, wenn man daran glauben möchte. Ja. Da ist ein Dorf irgendwo in Europa, Asien oder sonst irgendwo. Und dieses Dorf wird überfallen. Und dieses Dorf wird von bösen Menschen, auf Pferden von mir aus, überfallen. Und da werden alle Erwachsenen getötet. Die Frauen werden in der Regel vorher noch missbraucht und die Männer werden alle getötet. Was man übrig lässt, sind die Kinder. Und die Kinder, die bürgert man ein. Die werden entführt, die werden mitgenommen. So. Ja. Jetzt hat der arme Wurm alles verloren, sein Haus weg, Mama weg, Papa weg, Oma weg, Opa weg, alle weg. Und ist nur noch alleine da und lebt jetzt in einem neuen Dorf. Und jetzt geht es ums blanke Überleben. Helfe ich, also bin ich. Mache ich mich klein und wichtig, werde ich nicht getötet. So ungefähr kann man sich das energiemäßig zusammenpacken. Ja, sehr plastisch, sehr gut vorstellbar. Ja, so. Ja, definitiv. Und nur dann, wenn ich mich wichtig mache, im Sinne von, ich gebe gerne, ich mache mich wichtig, überlebe ich. Das ist ein Überlebensmuster. Mhm. Und eins dieser Überlebensmuster nehmen wir über die Generationen mit. Das ist ein so ein Luftballon. Helfe ich, also bin ich. Und die Seele, die sich dann gebären lässt, sucht sich noch eine Familie, wenn sie dieses Thema noch nicht aufgelöst hat, sucht sich eine Familie raus, wo das noch unterstützt wird. Ja, also Klassiker sind dann die Eltern, die dann auch noch sagen, du bist ein kleiner Wurm, du taugst nichts, du bist nichts. Und wenn die nur oft genug gesagt haben, du bist klein und dumm und hässlich und überhaupt, dann bilden sich wieder so Luftballons. Mhm. Und diese Luftballons, die positionieren sich wieder im Zellbewusstsein. Ja, so. Und wieder geht es auf den Bereich der Selbstliebe und des Selbstbewusstseins. Bin ich mir selbstbewusst? Wenn da immer so Ballons sind, du bist nichts, du taugst nichts, du kannst nichts, sei ruhig, halt die Klappe, was willst du schon wieder? Das sind so Themen. Dann entwickeln sich so Luftballons, die sich dann eben über die Herzenergie sehr schnell zeigen für jemanden, der das lesen kann. In Verbindung mit der Herzenergie ist in der Regel immer die Kommunikation. Das ist das Halschakra. Das ist die Kommunikation. Und auch da haben wir zwei Themen. Einmal die sachliche Kommunikation, von mir aus die berufliche Kommunikation. Also ich kann gut reden über sachliche, berufliche Dinge, die mich persönlich aber nicht ansprechen.
Ja? Also dann kann man reden über alles Mögliche, man kann auf die Bühne gehen, man kann das machen, man kann das machen, man kann das machen. Man wird aber niemals über sich selbst sagen, weil das blockiert ist durch den Selbstwert. Also haben wir auch im Halsbereich zwei Bereiche, nämlich die sachliche Kommunikation, die kann davon unberührt sein, von dem Überlebensmuster. Und das, was dich wirklich selbst antreibt, was deine Emotionen sind, wenn der Luftballon heißt, was redest du schon wieder? Du taugst nichts. Wieder ein Luftballon. Dann tut sich das in die Kommunikation auswirken. Ja? Okay. Ja. Dann hast du ein Problem mit deinem Selbstwert, mit deiner Selbstliebe. Und du hast das Problem mit dem Ausdruck, was dich selbst anbetrifft. Ja? Als dritter Bereich, der da mit rein spiegelt, ist die Erdung. Wenn du nur lang genug gehört hast, du taugst nichts, dann ist deine Verbindung zum Leben auch nicht besonders gut. Ja, so, also dann hast du das Problem, dass du dich auf diesem Planeten nicht wohlfühlst, weil du nicht geerdet bist. Das verhindert die spirituelle Entwicklung. Dann hast du das Problem, dass deine Selbstliebe bei den Frauen im Zweifelsfall ab Mitte 40 zu Brustkrebs führt. Möglicherweise. Ja, und die Kommunikation ist auch platt, weil du nicht reden kannst, was du wirklich willst. Und diese drei Dinge sind auf alle Fälle schon mal ganz eng zusammengehörig. Und dann kommt noch so ein Plexus dazu, aber das ist eher so Sekundärergebnis, weil wenn das ganze Leben schon so geprägt ist, du taugst nichts, dann geht es auch auf den Magen. Ja, so. Also, und jetzt muss ich wieder sagen, liebe Leute, nehmt es euch nicht so schwer, dass es so ist. Dafür kann das Reiterdorf in der Mongolei vielleicht was dazu. Und deine Eltern was dazu. Und was der Geier was noch was dazu. Das ist, da muss ich, seid gnädig mit euch. Aber, dass es immer noch so ist und ihr das nicht längst beseitigt habt, das ist euer Ding. Ja? Das ist das, was ich damit sagen will. Also ich kriege immer Nackenhaare, die stellen sich mir immer, wenn ich immer höre, wie verschiedene Coaches ihre Kunden verunglimpfen. Ja? Also sagen, du bist schuld, dass dein Partner so ein Arschloch ist. Naja, wie man es nimmt, wenn man früher geht, einen anderen nimmt. Ja? Aber du bist prinzipiell nicht direkt dafür verantwortlich, dass irgendwo einer so blöd ist, außer du bist wirklich schuld dran. Ja? So, aber also man kann das, jetzt hängen die ganzen Chakren noch mehr miteinander in Verbindung. Ich habe gerade gesagt, wenn die Erdung nichts ist, wird auch der spirituelle Zugang nichts. Ja. Oder nichts Gesundes. Der kann sehr wohl was werden, aber das kann dann zu Kopfschmerzen oder zu Schmerzen in den Beinen führen. Das ist dann auch nicht gesund. Ja? So. Also das bedeutet, für den Aurasichtigen kann man, ich habe gerade vor einer Stunde, habe ich jemanden die Aura gelesen. Ja, und da hatten wir im Prinzip so ein ähnliches Thema. Und ich sage zu ihm, er kann seine Kunden nicht leiden. Ja. Autsch. Weil die ihm nur nerven. Ja. Ja. Handwerklich super drauf, Herzensenergie super drauf, null Kommunikation. Das heißt, die Kunden nerven ihn einfach nur. Mhm. Ja, weil er auch selbst keine Eigenliebe hat. Er hat nur Fremdliebe, aber keine Selbsteigenliebe. Und wenn du das schon nicht hast, dann hast du auch keinen Bock auf Kommunikation und dann ziehst du dir den falschen Partner an, den falschen Job, die falsche Umgebung, Gesetz der Anziehung und Resonanz und diese ganze Ketten-Dings da, die da so dranhängt. Ja. Ja, so, also. Ja, krass. Liebe Leute, seid gnädig mit euch, dass ihr das Problem habt, das liegt wahrscheinlich nicht an euch. Dass ihr es noch immer habt, das liegt an euch. Dafür gibt es diesen tollen Kongress, in dem wir gerade lauschen und diesen tollen Beitrag, den wir gerade haben. Ja. Denn diese Ballons, die kriegt er wirklich weg. Ja, das ist jetzt die große Frage, wie geht das? Ja, du kannst 30 Jahre umsingen auf einem Bein nach Osten.
Das bringt's nicht. 15 Jahre Yoga oder ein paar Sitzungen Zellclearing. Jo. Zellclearing ist ein Geschenk des Universums. Das ist das Entfernen nämlich diese Luftballons, ohne dass du dich da einmischen kannst. Außer, dass du dich bereit erklärst, mitzumachen. So. Also das ist eine Mischung aus einer hochenergetischen Atemtherapie und einer geistigen Heilung und einer geistigen Reinigung. Wow. So. Also mit der Atmung bekommt der Körper ganz viel Energie. Ja. Die Atmung muss ein wenig anstrengen und kriegt also richtig viel Energie. So ein bisschen wie so eine Zentrifuge. So. Und dann, ich sage es mal bildlich, es ist natürlich nicht so, lösen sich Schlacken und solche Dinge lösen sich und es wird ersetzt durch gute, saubere Energie aus dem Sauerstoffhaus. Also das findet statt, das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Und parallel dazu findet eine hochspirituelle geistige Heilung statt. Und dabei werden nach einem Zwiebelschalensystem diese Blockaden entfernt. Oder diese Muster oder dieses Ding, du bist ein kleines, dummes, dickes Kind oder so. Ja? Mhm. Und irgendwann mal wird auch das Ding entfernt, dass im Mittelalter du übrig geblieben bist bei dem Überfall aufs Dorf. Ja, ist doch geil, wenn das mal weg ist. So. Der Mensch, der dort liegt, der Kunde, der Coachy, der muss nur atmen und bekommt ein unglaubliches Glücksgefühl vermittelt. Das erzeugt nämlich unglaubliches Glücksgefühl. Und der Coach, ich und meine Kollegen, oder meine Kollegen und ich, Entschuldigung, wir entfernen das und wir bekommen meistens immer mit, was wir entfernen. Mhm. Also das ist, ich habe, wie gesagt, vor einer Stunde habe ich eine Aura-Lesung gemacht und der war sehr zurückhaltend, distanziert. Und er sagte, boah, was Sie da alles aus diesem Foto rauslesen, ist ja unglaublich. Ja, und bei diesen Sitzungen bekommen wir fast immer mit, was sich da wirklich löst. Mhm. Also irgendwann mal, das dauert allerdings meistens ein bisschen länger, bis wir an dieser Geschichte mit dem Mittelalter sind, da mit diesem Überfall, aber dann sehe ich das, wie im Film läuft das ab. Das läuft wie im Film ab und dann wird da, das Muster wird entfernt, dann wird der Luftballon entfernt und dann ist es, helfe ich, also bin ich, helfe da auch gerne. Ja. Weil ich es kann und weil ich da Bock drauf habe. Aber ich mache es, weil ich kann und nicht, weil ich mich darüber, weil ich darüber liebe und Aufmerksamkeit haben möchte. Mhm. Ja, das ist der Unterschied. Ich mache es, weil ich es kann und weil ich es unglaublich gerne mache. Aber nicht, dass ich dadurch mich definiere als Person. Das ist so. Ja. Okay. Also wir entfernen diese Dinger so peu à peu. Und dann öffnen wir auch die Chakren. Mhm. Ja, das geht in so Sitzungen auch. Das heißt, da wird einmal, also da kann man zum Beispiel auch, also oft, wenn ich dann die Hand aufs Chakra lege, dann kann ich genau wie im Film sehen, was dazu geführt hat, warum das zu ist. Mhm. Ja? Ja. Dann bekommen die ganzen Energiebahnen auch wieder Durchzug oder Durchgang oder sowas in der Art, ja? Ja. Und die Chakren öffnen sich wieder. Ja? Ja. Dann sind diese Muster, du bist ein kleines, dummes, dickes Kind, das ist weg. Aha. Deswegen bist du aber noch lange nicht der klügste Rhetoriker dieses Universums und kannst auf jede Bühne rennen, das bist du noch nicht. Ja. Aber das, was es dran gehindert hat, was dich gehindert hat, es zu werden, das ist weg. Genau, also Rhetorik. Dann kannst du deinen nächsten Schritt machen. Rhetorik und Chaka-Chaka und den Händen fuchteln, das musst du schon noch lernen dann auch noch. Ja. 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 Aber das, was dich gehindert hat, dieser Komplex, der dich immer wieder gegen die Wand fallen lässt. Ja. Ich habe die Leute doch jeden Tag hier. Und die kommen nach 20 Jahren spiritueller Entwicklung, die kommen einfach nicht weiter, weil sie des Zeugs nicht loswerden. Du kannst dir lange einreden, was du für ein toller Typ bist. Dass du gar kein kleines, dummes, dickes Ding bist. Das redest du dir ein. Ja. Jahrelang funktioniert es. Bis dann mal wieder irgendwas ist, irgendeine Krisensituation im Leben und dann poppt er wieder hoch, der Ballon. Dann ist er wieder da. Ja.
Ich kann es nur bestätigen, weil ich kenne das so gut aus meinem Leben und ich habe mit manchen Themen mich so lange rumgeschlagen und habe mich dann alleine auf die Suche gemacht. Und manches habe ich gefunden und habe ich es gelöst. Aber es ist so harte Arbeit, das alleine zu machen. Also es ist so schön, wenn man jemand hat, der einem hilft und wenn es so leicht geht. Das ist wirklich großartig. Ja, genau. Und, und wie gesagt, diese Dinge hängen ja, interagieren ja miteinander. Ja. Ja, zum Beispiel dieser fehlende Selbstwert, der kann ja über die Kommunikation in Richtung arrogant ausgestrahlt werden. Mhm. Ja, um sich selbst zu schützen, wird man übertrieben hart. Mhm. Ja. Ist ja alles, da, wir haben ja alles. Wir haben das kleine Mäuschen, das sich gar nicht den Kopf mehr anhebt. Und wir haben den, der nur lospoltert, so lange, bis ihm die Energie ausgeht. Haben wir ja alles da. Ja, jede Menge Mischformen dazwischen. Genau. Aber wie gesagt, dafür, dass euer Unterbewusstsein und euer Zellbewusstsein das hat, was es hat, kann man normalerweise nur indirekt was dafür. Ja, ja. Ja, okay, man hat sich diese Eltern ausgesucht, um das zu erleben. Ja, okay, gut. Ja. Ja, aber wir haben es uns ja ausgesucht, damit wir hierher kommen, um es aufzulösen, weil dieser ganze alte Käse, sage ich mal, das ist vielleicht nicht gut ausgedrückt, aber diese ganzen alten Geschichten aus früheren Leben, die haben wir mitgebracht und es ist unser Job oder unsere Intention eigentlich dafür, dass wir hier sind, dass wir die loswerden. Genau. Also da bin ich hundertprozentig bei dir, dass es immer und immer und immer wieder darum geht, alte Geschichten zu lösen aus früheren Leben. Und die Geschichten, die wir in uns in diesem Leben kreieren, die haben meistens den Grund, dass in einem früheren Leben so eine alte Story war. Also 100%. Und das ist das, was ich auch mit meinen Klienten erlebe, was ich auch sehe. Ja. 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 Und wie gesagt, das kann man, also die Aurasichtigen, also ich kann das wirklich, wenn ich lade ja auch die Gäste jetzt, die jetzt hier zuhören, ein zu einer kostenfreien Aura-Lesung. Da kann man sich den Link hier auch runterladen. Ja, ja, cool. Und dann können die das machen. Und das ist, also bisher haben die meisten kriegen den Mund hinterher nicht mehr zu, wenn sie innerhalb von wenigen Momenten erfahren haben, was ihnen so los ist. Ja. Ja. Und wie gesagt, das zu erfahren ist eins, aber du musst ja auch was draus machen können. Und da haben wir das Zellclearing. Ja. Um die Balance auch loszuwerden. Und da muss ich sagen, du wirst nur dann richtig was verändern in deinem Leben, wenn das aus dem Unterbewusstsein weg ist. Ja. Also nicht, wenn das NLP-mäßig totgeredet wird. Ja. Das ist schon ganz nett, ja, aber auch zum Beispiel habe ich so meine Probleme damit, wenn einer einmal nur sagt Hex, Hex und jetzt ist das weg, ja, also das weiß ich auch nicht, also wenn das so wäre, dann fragt sich einfach, was hinter dem Hex, Hex ist, ne? Wenn das einfach nur Hex, Hex ist und da ist nichts dahinter, dann wird das nicht wirken und es kann irgendwas dahinter sein, was vorübergehend wirkt und es kann noch was dahinter sein, was wirklich hilft. Ja? Das siehst du ja nicht in dem Moment, wo der das tut. Ne? Du vielleicht schon. Also ich bin nicht aurasichtig, wenn ich sowas sehen will bei meinen Klienten, dann muss ich in Teiltrance gehen, damit ich was sehen kann. Ja? Aber es funktioniert auch. Ja. Und das Spannende ist, es ist weg und kommt nicht wieder. Ja, ja. Ja? Das ist so wichtig. Also machen wir mal was Einfacheres, weil das kann man besser beobachten, ob es wiederkommt. Sagen wir mal, du hast panische Höhenangst oder von irgendwelchen Krabbeltieren Angst, Ratten oder sowas in der Art. Nehmen wir mal die Höhenangst. Der Höhenangst kommt fast immer aus einem tödlichen Absturz in einem früheren Leben. Ja, kann ich bestätigen. Also eine panische Höhenangst. Ansonsten ist die Höhenangst grundsätzlich ja ein Überlebensmuster. Ja. Aber wenn sie panisch ist, dann ist das fast immer ein Absturzthema aus dem früheren Leben. So. Auch ein Luftballon, Fenstersturz. Mhm. Ich hatte vor geraumer Zeit eine Dame bei mir im Coaching, die hatte so panische Höhenangst, dass wenn die durch ein Missgeschick in Frankfurt mal auf einem Wolkenkratzer hochgefahren ist, ja, und die war dann auf dem, was weiß ich, 30. Stock oder irgendwo, dann hat die sich so an die Wand geklammert. Ja. Die war in Schockstarre. Wow.
die war in Schockstarre und war nur noch wegzutragen. Ja. So, das war dann einer der Ballons, die wir irgendwann mal gelöst haben. Und jetzt ist das weg. Und zwar nach der Sitzung. Mhm. Ja, weg. Oder, mhm. oder Angst vor Ratten zum Beispiel. Ja. Oder Spinnen oder sowas in der Art. Es gibt ja teilweise panische Angst, was das anbetrifft. Ja? Der Luftballon, der mit den Spinnen zu tun hat oder mit den Ratten zu tun hat, ist fast immer ein Kerkerereignis. Ja, kann ich auch bestätigen. Ja. Ja. Ist fast immer ein Ereignis, wo eine Person im Kerker eingesperrt wird oder wurde und die dann entweder durch Ratten angenagt wurden oder umgenagt wurden ja. oder durch Spinnen oder sonst irgendwas. Ja. Also hat immer mit Todesangst zu tun. So. Ja. Und ich hatte mal eine Kundin, die hatte so massive Angst vor Ratten, dass, sagen wir mal, wenn die im Nachbarraum war und dort in der Küche war und im Fernsehen lief ein Film übers Mittelalter, dann ist die in Panik geraten. Mhm. Dann ist die auf den Tisch gesprungen. Ja, krass. Ja? Krass. So. Haben wir dann geklärt, war so ein Kerkerereignis. Ja. Weg. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und wird bei Ihnen nicht ins Bewusstsein gehoben, wird direkt aus dem Unterbewusstsein abgeführt. Ja, das ist schon sehr geil. Und kommt auch nicht wieder. Ja. Ja, so. Und alles, was mit dem fehlenden Selbstwert zu tun hat, sind in der Regel immer, da spielen die Eltern üblicherweise immer eine relativ große Rolle. Ja. Also entweder leben sie selbst keinen Selbstwert vor. Ja. Oder sie machen dich halt klein oder beides. Ja. So. Und das sind dann eben andere Luftballons und da sind es meistens mehrere interaktive Luftballons, die müssen sich dann so nacheinander lösen. Ja. Und dann sind die dann weg und dann musst du halt immer noch trainieren, dich rhetorisch auszudrücken und mit den Händen zu wirbeln. Das musst du schon noch lernen in irgendeinem Rhetorikkurs. Ja. Aber zumindest ist diese Urangst weg. Ja. Mhm. Oder dieses Selbstwert. Dann öffnet sich auch der Herzbereich. Ja. Für die Frauen, wir haben ja auch viele Krebspatienten bei uns. Ja, also Brustkrebs hat, also ich bin jetzt kein Arzt und man möge mir das auch nachsehen, aber erfahrungsgemäß hat es immer mit fehlender Eigenliebe zu tun und mit einem Leben, was nicht so zu leben sollte sein, zu tun. Ja, also heißt, Brustkrebs ist immer fehlende Eigenliebe, immer. Mhm. Es sei denn, der schläft unterm Funkmast, das ist vielleicht noch was anderes, aber grundsätzlich. Ja, es kann ja auch beides sein, ne? Ja, aber hauptsächlich ist es zum Beispiel, ich schaue mir dann die Aura auf dem Foto an von Leuten und sage, ich möchte sie darauf hinweisen, dass sie massiv brustkrebsgefährdet sind. Mhm. Weil, dann erkläre ich das auch alles, warum, zack, 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 zack. Und take it or leave it. Ja, klar. Ja, machen oder lassen. Ja, und so. Ja, ja. Also weil aus dieser fehlenden Eigenliebe kommt dann auch oftmals noch ein Partner dazu, der noch anstrengend ist. Und dann kommt das noch dazu, was noch anstrengend ist und so weiter. Mhm. Und auch der Prügelknabe, weil deine Kollegen auch meinen, man könnte dich klein machen. Und, so. Und das ist so mit dem Anziehung und Ausstrahlung und so zu tun. Mhm. Schwingung letztendlich. Und sind wir dabei Charisma. Also für Charisma ist es nämlich so. Je mehr Luftballons weg sind, desto höher wird die Zellschwingung. Ja. Und je höher die Zellschwingung ist, desto besser ist es mit der Ausstrahlung. Und Charisma als solches entsteht eigentlich nur als Sekundärprodukt. Das entsteht einfach, wenn gewisse Luftballons weg sind, wenn die Zellschwingung höher ist. Wenn die Spiritualität mehr zunimmt und wenn das mit dem Leben auch so halbwegs funktioniert. Ja, also wenn du immer den falschen Partner hast, den falschen Job, dann kostet das auch einen Haufen Kraft. Ja, das ist mega anstrengend. Ja, genau. Ja.
Jo, ja. Das war es, was ich sagen wollte. Oh, ich danke dir. Es ist super, super spannend. Und ich bin sehr beeindruckt von deiner Art zu arbeiten auch und Themen zu entfernen, ohne sie erst ins Bewusstsein zu heben, finde ich auch super bequem für den Klienten, würde ich mal behaupten. Manche wollen es ja wissen, ne? Die sollen zu mir kommen, ich erzähle es ihnen dann. Und die, die es nicht wissen wollen, die sollen zu dir gehen, weil du machst sie einfach weg. Ist doch genial, oder? Eben. Und wie gesagt, ich lade jeden Zuhörer hier ein, gerne das mal kostenfrei auszuprobieren. Also so eine Aura-Lesung dauert eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ja. Ich brauche ein Foto von euch. Muss ich euch stehen sehen. Ich muss also kein Brustbild oder so, sondern den ganzen Körper brauche ich. Ja. Und im besten Fall von der Hauswand oder so, dass ich irgendwas drumherum sehen kann. Oh. Ja. Ja, genial. Wie alt darf das Bild sein? Also kein Kinderbild. Das muss nicht neu sein. Das kann auch 2 Jahre alt sein. Das zeigt immer den aktuellen Status an. Okay, also das Bild ist nur der Überträger quasi. Genau. Ja. Also ein Kinderbild wäre blöd, aber sagen wir mal, wenn die Person ungefähr so aussieht, wie sie im Original aussieht, dann reicht mir das. Ja. Ja, also ich mag das unbedingt ausprobieren. Ich bin ganz neugierig da drauf. Gerne. Ja. Gerne, jederzeit. Wow. Ja? Ja, du bist der erste Aura-Leser, der mir begegnet, wo ich das Gefühl habe von, das taugt was. Ich bin da schon speziell, ne? Also ich mache nicht alles. Ich habe immer, wenn ich irgendwas Neues kennenlerne, was Spiri Neues natürlich, oder bei den anderen Sachen auch, aber wenn ich was Spiri Neues kennenlerne, dann habe ich so ein Herzgefühl von, das will ich, das bringt mich weiter, oder nö, das ist nicht meins. Und jederzeit. Termin aussuchen, Foto. Super gerne. Das nehmen wir, in der Regel nehmen wir das auch auf, dass du später nochmal nachschauen kannst. Ja, und, ja. Ja, geil. Und, ja, sehr geil. Ja. Cool, dankeschön. So. Ja, dann kann ich eigentlich nur alle dazu aufrufen, sich das machen zu lassen. Super cool. Herzlichen Dank an alle Zuschauer. Herzlichen Dank an dich, lieber Andreas. Das war großartig. Wie gesagt, jeder gerne Aura-Lesung machen, Termin raussuchen. Es ist toll. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag gut gefallen und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden. Wir würden uns außerdem freuen, wenn Sie unseren Podcast an Ihre Freunde, Bekannte und an Ihre Familie weiterempfehlen. Und freuen Sie sich schon auf den nächsten Beitrag, immer freitags für Sie online. Das war Ihr Andreas Kollos hier in der Redaktion und vor dem Mikrofon. Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast.